Mein Name ist Harvey Milk und ich will euch rekrutieren. Wenn Homosexuellen die Bürgerrechte zugestanden werden, folgen Prostituierte und Diebe und alle möglichen. Ich bin 40 und habe es zu nichts gebracht. Keiner vertreibt mich aus San Francisco und meinem Amt, schon gar nicht Asoziale und Wiederholungstäter. Einer von uns muss gewählt werden. Wir können eine Revolution starten. Verlieren gibt's bei mir nicht. Das ist sie, unsere Wahlkampfleiterin. Ihr habt Angst vor Mädchen. Sie werden als erste bekennende Schwule in ein hohes Amt gewählt. Jetzt bist du Teil der Maschinerie. Die Gesellschaft hat keinen Bestand ohne die Familie. Wir sind ja nicht dagegen. Können zwei Männer Kinder kriegen? Nein, aber wir üben es fleißig. Wenn diese Leute ihre Homosexualität offen ausleben wollen, werden sie des Amtes enthoben. Wenn wir gewinnen wollen, brauchen wir jeden Einzelnen. Wenn wir verlieren, haben wir Anti-Schwulen-Gesetze in allen 50 Staaten. Ich weiß, ihr seid wütend! Ich bin wütend! Sie sind nicht wie die meisten Homosexuellen, Harvey. Kennen Sie viele Homosexuelle, Dan? Harvey Milk wird abgestochen und elend krepieren. Ich rufe die Polizei. Stammt vermutlich von denen. Ein Problem für Sie? Das ist mehr als ein Problem. Unser Leben steht auf dem Spiel. Dafür kämpfen wir. Wir knallen dich ab, sobald du ans Mikrofon trittst. Du musst da nicht raufgehen. Alle Menschen sind gleich. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Diese Worte könnt ihr niemals auslöschen. Das ist, wofür Amerika steht. Ich möchte dir sagen, ich bin stolz auf dich. Ohne Hoffnung ist das Leben nicht lebenswert. Wir müssen ihnen Hoffnung geben. Ihnen Hoffnung geben.